Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes, einer neuen Folge Creativeverse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ich habe die Lampen mal ein bisschen geändert, aber ach, erstmal Intro. Ist das ja. So, wie gesagt, ich habe die Lampen mal geändert. Ich habe die doch in die Decke eingelassen, weil das hier unten gefiel mir nicht. Das hatte ich einfach in dem gleichen Zuge gemacht, wo ich die Deckenlampen hier oben gemacht habe. Ich habe hier hinten auch mal eine Treppe, eine Leiter, in den Wartungsbereich quasi. Denn, ich kann ja mal was dazu erzählen, ich habe hier so Slabs immer neben den Lampen, links und rechts neben den Lampen und darüber eine richtige Birne gepflanzt. Weil die waren leider nicht mal ansatzweise hell genug. Nicht mehr ansatzweise, deswegen hier, und wenn man mich hier so runterstelle, sieht man das da hinten die Reihe durch auch. Also easy going, genauso auch wie hier immer so dazwischen. Und dann haben wir auch wenigstens das ausgemerzt, dass hier Viecher spawnen. So, dann können wir hier wieder runtergehen. So, das hier ist, also wie gesagt, 1, 2, 3, 4 Geschäfte. Und hier mit der Leiter, das wird der Informationsbereich, oder wie nennt man das noch? Ticketverkauf. Ticketverkauf. Der Bahnschalter. Ist Bahnschalter richtig? So, ich habe mir auch natürlich die entsprechenden Utensilien zusammengesucht, die ich brauche. Ja, ruhig mal hier so ein bisschen schmücken. Das Ganze. Hier dachte ich mir eventuell vielleicht so. Dann kann ich auch noch hier einen hinsetzen, so als Durchgang. Und ein Schild. Mit Informatione. Nee, so. Information. Tickets. Ich kann ja wieder hier so irgendwelche Infos, whatever. So, bisschen steril das Ganze. Ja, da kann ich auch nicht wegruppen. Ja, bleibt einfach so, fertig ist. Information, so. Was haben wir hier? Oh, hier ist aber jetzt duster. Warum ist denn hier so duster? Sollte es doch eigentlich nicht sein. Also, warte mal, wieder hin da. Ja, ich habe schon mal eins bei Deko-Elemente hier so eingebaut. Ja, hier so quasi habe ich mir überlegt, wie wäre es mit einem kleinen Geschäft für das Alltägliche. Da haben wir hier erstmal einen Tresen. Ne, schick. Dann dachte ich mir so Waffen. Ruhig mal auf Augenhöhe. Das heißt, hier können wir ruhig die Slabs so drunter tun. Na, Kleidung ist halt ein bisschen schwierig anzubringen. Deswegen lieber vielleicht so, die dann da drauflegen und hier in die Kisten so rein. Irgendwie. Damit wäre das Geschäft nämlich auch schon da. Kann ich denn Waffen machen? Kleidung? Ja, hier nix, nix. Oh, jetzt nicht so Welt, nee. Müssen wir gleich mal noch holen alles. So, was muss natürlich noch... Warum ist denn das jetzt hier so dunkel? Eben war das total hell. Als ich das probiert habe. Jetzt will er nicht mal das. So. Okay. Ein Zeitungsgeschäft und Tabakwarenladen darf ja auch nie fehlen.
So, ne, eventuell. Setzen wir mal den Tresen einfach ins Mittchen rein. Blub. Hier hinten so die Tabakwaren. Können wir mal ein bisschen beleuchten. Ach, guck mal, ist nicht mal mittig. So. Was haben wir denn hier so für Farben? Weiße Kippen. Ist der außen? Ja, der ist außen. Ja, mehr habe ich jetzt nicht. Hier kommen braune Newton Camel. Hier machen wir noch eine Beleuchtung in die Mitte. Oder so. Hm. Von mir aus eine grüne. So. Symbolisiert. Das Tabakgeschäft. Ja, irgendwie hier vielleicht nochmal so als Deko. Ups. Nicht ganz so trist aussieht. Ja, aber passt doch, oder? Man ist hier vorbei, sieht von außen. Sieht man schon ein bisschen, was da so standesgemäß vonstatten geht. So, was fehlt natürlich? Ich hatte es mal angesprochen in den vorigen Folgen. Ein Blümchenladen. So. Ich habe hier versucht, das immer ein bisschen zu variieren an der Wand. Top. Tresen steht schon mal. Das heißt, wir müssen die Blumen jetzt hier hersetzen. Da habe ich hier extra auch nochmal so Terrakotta und nochmal das Ding hier eingepackt. Ja, mal so ein Terrakotta-Kopf. Weil hier sieht kacke aus. Hier sieht nicht mehr so kacke aus. Mal ruhig mal so ein bisschen großen Busch kaufen kannst du dir hier. Hier so. Ja, ist ja gar keine richtige Blume. Ja, die habe ich aber noch. Das sieht auch zwar aus wie Unkraut, aber egal. Und vielleicht nochmal ein Regal. Dachte ich mir so, Gartenutensilien. Da können wir auch nicht bauen. Ja, aber so, ne, passt, reicht. Völlig human. Ich denke mal nicht, dass das jetzt eine Beschriftung würdig ist. So, und dann habe ich hier den Meckes-Laden nochmal. Nicht Meckes, Entschuldigung. Das Fast-Food-Schnellrestaurant. Fast-Food ist ja schnell. Das Schnellrestaurant. Hatte ich auch mal hier so ein bisschen eingeditscht. Da kommt natürlich hier irgendwo eine Küche hin. Also besser gesagt, der Tresen. Nee, ruhig mal aus Stein auch wieder. Na komm. So. Könnte man ja eigentlich auch. Warte mal. Vielleicht sind jetzt die anderen da. Nee, der ist echt weg. Warum auch immer. Der dreht sich sowieso gleich um. So, siehst du. Ist schon mal ein anderer Tresen. Ein Ofen. Da müssen wir noch die Pike bauen. Okay, das kriegen wir ja dann hin. Und den Grill. Warte mal, wo ist denn hier das Feuer, die Feuerstelle? Ist die bei Licht? Nee. Das... das Falsche, den will ich jetzt auch unbedingt nicht. Den da. So. Hier wird gegrillt im großen Stile. Dann kommt hier nur so. Eigentlich reicht das ja so. Nein,
eine kleine Feuerstelle und hier kommt dann noch der Ofen hin. Ja, mal Schweinchen, willst du direkt auf den Grill springen? Hüpf auf den Grill, hüpf auf den Grill. Da haben wir direkt Steaks. Was ist das denn hier eigentlich? Habe ich den falschen Tisch mitgenommen? So. Dies gehört natürlich für ein schniekes Schnellrestaurant. Hier natürlich noch die passenden Stühle. Ich noch drehen, so. Ja, sieht jetzt an der Seite ein bisschen komisch aus, aber das könnten wir ja auch noch mal hier ein bisschen verschnökeln. So. Nee, warte mal. Nee, da lassen wir mal so. Oder besser gesagt, den lassen wir mal und den nehmen wir noch weg. So. Ist doch schick. Mein Schnellimbiss. Gehört in jeden guten Bahnhof drin. So. Treppe nach oben. Alles schick. Steht alles. Ich würde sagen, Bahnhof ist so gut wie durch. Information. Ja, guck mal hier. Weißt du, was noch fehlt? Weißt du das? Natürlich ein paar Sitzgelegenheiten. Natürlich ein paar Sitzgelegenheiten. Nehmen wir da auch die? Mal gucken. Eigentlich sind die ja nicht verkehrt. Und die kosten nicht so viel. Aber wo haben wir sie denn? Muss ja hier unten irgendwo sein. 1, 2, 1, 2. Komm, 5 Stück. Ups, Entschuldigung, war ein bisschen laut. Ich mal hier so hin. Hier so hin. Ah, passt halt nicht mal. Mit, warte, so. Das hier ist keiner, hier ist keiner. Ja, passt eigentlich soweit. Auch nicht unbedingt so, wie ich es mir vorgestellt habe. Der Gang denn nicht zu schmal? Nee, eigentlich nicht, ne? Nö. Ist doch eigentlich ganz schick.
ich da jetzt noch ran hier? Ja. Nein, nicht hinsetzen. So auch nicht. Ah. Ein paar Blumen habe ich ja noch so. Warte mal. Schick ist schick. Muss man ja sagen. So. Müssen wir davon noch welche produzieren. Und zwar waren das... die da. Ist doch eigentlich echt eine schöne Alternative. Ja, von mir aus kann das auch. Hier ein bisschen Herbstlaub, so. Blub, blub, blub. Macht das Ganze ein bisschen gemütlicher. Hier ruhig wieder die. Blub, 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 blub. Stühle. Natürlich auch lustig, dass das geht. Das ist ja noch viel cooler. Es ist nicht ganz so hoch. Sehr, sehr geil. So, das heißt, ich mache wieder die rein. Hier ist es aber noch ein bisschen duster. Deswegen sind keine Bänke mit Werbetafeln. Bei mir ist Grünzeug. Warum ist denn das hier so duster? Ist doch wurscht. Guck mal, sieht das nicht schön aus? Sieht das nicht schön aus? Wenn du hier so reinguckst. Sehr, sehr schön. Deswegen ist es so duster, weil hier keine Lampe ist. Aber das ist wegen den Schildern. Deswegen muss das jetzt wieder zu sein. So. Es geht von hier oben ein bisschen einfacher. Ja, vielleicht baue ich das hier wirklich mal so als Schaltzentrale noch aus irgendwie. Aber im Endeffekt kann es auch so bleiben. Ist halt der Wartungsbereich. So. Was brauchen wir noch? Erstmal... müssen wir zurück ins Lager. Jetzt können wir nämlich den ganzen Schrott, den wir dabei haben, eigentlich mal entsorgen. Das heißt, hier alles, was so Stein, ja gut, das weg, 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 weg. Weg, weg. Ja, weg, weg. So. Glas weg. Lampenjungs weg. Kohle weg. Ich habe da noch eine Kiste zu viel. Weg. So. Die haben ja auch eine extra Kiste von mir bekommen. Das weg. Blümchen weg. Ach, guck mal hier, ich krieg... ich könnte die auch gar nicht hierher.
Blümchen haben wir nämlich hier. So. Ich habe endlich mal wieder hier eine gewisse Übersicht über den Stuff, den ich bei mir rumtrage. So. Jetzt habe ich ja gesagt, will ich ein paar Waffen noch schnell machen. Vier. Gucken, ich weiß gar nicht, wie viele Knochen und so wir haben. Na, guck mal hier. Ach, läuft. Easy. Ich hätte jetzt mit viel, viel mehr gerechnet. So, Wasser habe ich auch irgendwo. Jetzt frag mich nur nicht, wo. Wo denn? Denn wir haben ja gesagt, wir wollen hier auf jeden Fall. Guck mal, 1, 2. Ein bisschen Stone. Können wir eigentlich noch einen dritten machen? Nicht teuer. Das ist noch schlimmer. Dann am besten hier das Popelschwert. Bevor wir jetzt hier noch rumeiern, gleich noch den nächsten Schrott. Obsidianrüstung, hier, komm, so. Bisschen davon. Was macht das hier eigentlich? Das gehört hier gar nicht rein. Also du schon. Die gehört da auch nicht hin. So, so hier von allem ein bisschen. So, zack. Mal gucken, hat man noch gar nicht produziert gehabt. Wieder weg damit. Die Knochen können auch noch raus. Und zu guter Letzt. Können wir einfach mal eine mehr für uns auch machen. Plopp. Blöp. So, und das jetzt alles noch verstauen. Ne, warte, bevor wir hier... Ich sehe, da fehlt uns nämlich noch eine Kohle. Da hätten wir wieder dumm dagestanden. Da haben wir nicht nur den Grill, sondern auch noch eine Mikrowelle. Oder Fritteuse, Walz, was man auch immer das bezeichnen möchte. Ah, diese Bänke hier in der Mitte, die gefallen mir richtig gut. So. Ja, der ist so dunkel, warum auch immer. Verstehe ich gar nicht. Ich kann ja nochmal einen hier so zur Sicherheit unten reinsetzen. Ne, ich will dich eigentlich nur drehen. So. Siehst du nett. 1, 2. Das. Komm schon. Also so. 1, 2, 3. Habe ich nur 2 gemacht? Auch blöd. Ein Waffenhersteller. Ich kann das echt nicht reintun. Irgendeiner ist falsch. Leider, da. Du gehörst schön hier unten mit hin. So. Ja, dann ist das jetzt halt so. Und die Cooking Station. Ab zu Mc's. Perfekt. Fast Food-Schnellrestaurant. So, Bahnhof steht.
gehen da vom Bahnhof zu. Richtig cool. Schön, dass er so eisern mitgehalten hat. Ich werde hier... Jetzt habe ich sie natürlich nicht mitgenommen. Ne? So, den Eingangsbereich noch mal ein bisschen vertiefen. So. Ja, hier, wie ich den Vorplatz mache, das gehört dann quasi zur Landschaftsgärtnerei dazu. Aber so an sich, hier kannst du Blumen kaufen für Mutti, Freundin, Geliebte, Affäre. Geben und ein Buch für unterwegs. Waffen für, ja, man weiß ja nie, wo man hinfährt. Mutti, Freundin, Affäre. Und Informationen für ein Ticket. Schnell noch ein Happen Essen hier, zack. Und dann hoch zum Gleis. Ab den schönen Bahnhof angucken. Ab in den Zug. Und abdüsen. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ruhig runter in die Kommentare. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Und schaltet auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder ein. Ich lasse mir da noch was Schönes Neues einfallen. Bis dahin.